Guten Morgen. Heute beginnen die 22. Berliner Märchentage. Und ich werde immer wieder gefragt, sind Märchen für unsere Kinder tatsächlich geeignet? Und die Antwort ist ja. Und das, obwohl die Gebrüder Grimm in ihrer ersten Ausgabe von 1812 bzw. 1815 selbst reingeschrieben haben, dass sich ihre Geschichten vor allem an Erwachsene wenden, an Wissenschaftler und zum Volksgut beitragen sollen. Dann aber haben sie mitbekommen, dass die Märchen vor allem Kindern vorgelesen werden. Und dann haben sie tatsächlich in ihrer zweiten Ausgabe das Ganze nochmal kindgerecht umgeschrieben. Aus psychologischer Sicht sind deswegen Märchen gut geeignet, weil auch schon für kleinere Kinder, weil sie die Gewalt, die dort dargestellt wird und die häufig kritisiert wird, ne, Ofen, Hexe in Ofen und Großmutter gefressen, das nehmen die Kinder gar nicht als reale Gewalt wahr, sondern als ungutes, unwohles Gefühl. Das dann aber eben auch wieder aufgelöst wird in den Geschichten und besonders schön natürlich, wenn es persönlich vorgelesen wird, ganz kuschelig und gemütlich von Mama, Papa, Oma und Opa. Und dieses Erleben und Mitbekommen, dass ein ungutes Gefühl auch wieder aufgelöst werden kann und sich in ein wohliges Gefühl verwandeln kann, das ist für die Entwicklung ihres Kindes sogar sehr sinnvoll und nützlich, weil es ihm eine emotionale Basis und Sicherheit gibt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei den Berliner Märchentagen.